Irgendwas ist doch. Hier ist doch mehr. Also der Mord. Da ist doch ein Mord definitiv passiert. Es kann mir doch niemand erzählen, dass das am Ende. Gibt es hier noch was zu entdecken? Nee. Das kann mir doch niemand erzählen, dass es am Ende ein wirklicher These Herzanfall war. plants come from all the territories of the British Empire. British India, aha. Ist hier noch was Verdächtiges? Nee. Nur die Sachen, die wir schon kennen. Die können wir uns nicht nochmal anschauen. Ups. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Mann, diese. Ey, das ist echt nervig. Es ist doch. Muss ich das Spiel nochmal neu installieren? Ich weiß nicht, was der Murks soll. Es ist zum Kotzen, ist es so. So, was haben wir? Was haben wir? Die Liste. Ein Marmorstück vom Boden des Kolonialhauses. Der Form und Beschaffenheit nach zu urteilen, ist es vermutlich ein abgebrochenes Stück einer Büste oder Skulptur. Hier Dokumente, die bringen uns erstmal nicht weit. Ja, sonst haben wir im Moment nichts. Dann können wir ja mal hier hingehen. Oh. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Alles klar, okay, das kennen wir aber schon. Water lily greenhouse. Das Seerosenhaus. Ich mag Seerosen. Seerosen sind sehr, sehr schön. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Wetten, dass wir die vergleichen müssen, später mal. Dry tropics. Ah, das Wüstenhaus. Das sieht cool aus. Das ist ja richtig, da kriegt man richtig wirklich Wüstenfeeling so. These flower pots are beautiful. They are intended to be used for exhibition purposes. Leute, es tut mir sehr leid. Ich weiß echt nicht, woher dieses Flackern kommt. Ich weiß echt nicht, was das The soll. symbol is not from Kew Gardens. Wünschte, ich könnte das gerade irgendwie beheben. Aber andererseits bin ich auch momentan echt froh, dass es eigentlich überhaupt nun mal wieder funktioniert. Nur warum es jetzt solche grafischen Probleme gibt, das verstehe ich nicht so ganz. Und wie ich das am besten, ja, wie ich dem am besten entgegenwirken kann. Ich kann da nur hoffen, dass Tune-Up Utilities da wirklich vielleicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise helfen würde. Beziehungsweise, ich glaube, inzwischen heißt es gar nicht Dry mehr Tropics. Tune-Up Utilities, sondern nur noch Tune-Up. Oder hat sogar, glaube ich, einen ganz anderen Namen. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Meine Fresse. Jung, einfach aus dem Weg gehen. Watson, können wir dich irgendwo abstellen, dass du mir nicht mehr vor die Füße latschst? Das ist furchtbar. Es ist so viel angenehmer, wenn du einfach irgendwo stehst und dich keinen Millimeter bewegst. Mich einfach sozusagen in Ruhe lässt. So. There is a smell of burning. Oh, was wurde hier versucht zu verbrennen? A broom handle was half burned. Da haben wir den Besen. A door handle? Why would anyone throw such a thing in the fire? The door handle to the colonial collection and that of the fireplace are made of the same material. Aha. The plants were set alight fairly recently. Some have not completely burned. Für die Pflanzenreste nehmen können. A protective mask. Ah, vielleicht. Someone set it alight, but it did not burn. Vielleicht deshalb die chemischen Reinigungsmittel, dass da vielleicht irgendwas gereinigt wurde, was normalerweise Schaden, also an der Lunge Schaden anrichten würde, deshalb hier die The Maske. remains of a picture frame. Oh Leute,
Es tut mir wirklich leid. Ich kann es nur immer wieder sagen. Ich selbst bin ja auch tierisch genervt davon. Von diesem Grafikproblem hier gerade, von diesem Flackern. The symbol is not from Kew Gardens. Ich weiß nicht, was das soll. Ich meine, es ist gerade noch krasser, noch schlimmer als beim letzten Mal. Also sprich als gestern, als wir spontan gestreamt haben, als ich spontan gestreamt habe. Da war das ja schon, wurde ja später mit dem Hund. Das war ja alles, als ich mit dem Hund dann, ne, unterwegs war. Dann tauchte der ganze Scheiß auf. Davor ging es ja eigentlich, beziehungsweise ist mir zumindest kein solches Grafikproblem und kein solches Flackern aufgefallen. Aber jetzt ist das ja, meine Herren, nicht mehr zum Aushalten. Ich weiß wirklich nicht, ob es hilft, irgendwie das Spiel nochmal neu zu installieren. So, was haben wir hier? Colonial Collection. Dry Tropics. Water Lily Greenhouse. Seed House. Ventilation System. Moment. Ah, da sind wir jetzt auf dem Weg zum Saathaus und so. Nursery. Director's Office, Cloakroom and Laboratory. Palm House. Okay. Ey, das ist doch. Da ist teilweise sogar eine heller Dunkel. Oh, das ist doch alles. Ey, das sind wieder so diese Dinge, die einem wirklich den Spaß kaputt machen können, ne? A map of Kew Gardens. Haben wir jetzt alles entdeckt? Das sind wirklich so Sachen, die einem schon wieder alles kaputt. Ne, wir haben immer noch nicht alles entdeckt. Was fehlt mir denn hier noch? Aus irgendeinem Grund soll ich das ja nicht fertig untersucht haben. Wenn ich hier gucke, kann ich es ja noch untersuchen. Das heißt, ich habe es nicht fertig untersucht. Seltsam. Das sind wirklich so Dinge, die einem richtig den Spaß wieder vermiesen können. Weil, wisst ihr, dieses, ne, ich habe ein Problem gelöst, das nächste tut sich auf. Und jetzt haben wir schon wieder. Ich habe ein Problem gelöst, gestern ohne Probleme lief alles. A ventilation system. It should regulate the temperature of the staff buildings. Und jetzt haben wir schon wieder dieses Dilemma, das kaum dachte ich oder kaum habe ich irgendwo erwähnt, naja, es scheint gut zu laufen, haben wir ein Problem. Haben wir wieder ein A water Problem. tank. Und das ist zum Kotzen. Und es nervt und es fuckt mich echt tierisch ab. Und das sind dann die Momente, wo ich dann auch fluchen, schreien und meckern möchte. Nicht über dieses Spiel, aber gerade über meine Programme, über Windows 10, über den ganzen Drecks-PC. Und er ist momentan nur ein Locked. Drecks-PC. Eigentlich mag ich meinen PC. Mein PC ist eigentlich toll. Seed House. Locked. Aber jetzt gerade könnte ich den am liebsten echt packen und aus dem Fenster schmeißen. Och, Watson. Aus dem Fenster schmeißen. Meine Güte, noch eins. Und dann rennt auch Watson noch in den Weg, dass ich hier nicht langlaufen kann. Ah, ja. Muss man immer erst schimpfen, bis alles funktioniert? Ich muss ja auch gestehen, okay, da gehen wir gleich lang. Ich muss ja auch gestehen, ich habe ja schon mit dem Gedanken gespielt, mir einen neuen PC zu holen. Immerhin ist dieser auch schon eine 4, 5 Jahre schon wieder alt. Locked. Seed House. Den hat mir mein bester Kumpel 2010 zusammengestellt, damit ich Locked. dann. Okay, die Nursery ist Nursery. abgeschlossen. Anzuchthaus, Nursery. Ich hätte das jetzt als hier medizinischen Bereich irgendwie verstanden. Nursery von Nurse, so eine Krankenschwester. Aber gut, die Nursery ist scheinbar der Anzuchtbereich, das Anzuchthaus. Was auch immer ein Anzuchthaus ist. Jedenfalls, dieser PC hat ja auch schon wieder seine 4, 5 Jahre auf dem Buckel. Und dementsprechend bin ich echt am Überlegen, ob ich es wirklich so machen soll, dass ich, ja, dass ich mir halt einen neuen PC gönnen soll.
Ähnlich wie Rübka würde ich es dann wahrscheinlich machen. Rübka hat sich ja von ihrem Onkel, der durchaus Ahnung von Computern hat, hat sie sich 2015, also jetzt letztes Jahr, einen PC zusammenstellen lassen. Den hat er, also die Einzelteile hat er zusammengekauft, weil die dann natürlich billiger sind. Und hat ihn dann für sie zusammengebaut, weil, ja, hat einfach aus Freundlichkeit das gemacht. Und das hat bewirkt, dass sie recht günstig einen ziemlich guten PC jetzt sich zusammenstellen konnte. Ja, so ein bisschen spiele ich mit dem Gedanken, dass ich ihn dann bitte, mir so einen richtig krass geilen, flotten Rechner zusammenzustellen. Und ja, also einfach nur kostengünstig mir so einen guten PC mit der neuesten Grafikkarte, den neuesten Scheiß, den man alles so braucht. Oh, was weiß ich alles. Hier die RAM, die Grafikkarte, die schießt mich tot, den ganzen Kram, dass er mir alles Gute reinpackt und dass ich dann hier hoffentlich die nächsten paar Jahre dann wieder ordentlich Ruhe habe. Also so ein richtig fettes Mörderteil. Dann müsste ich sogar fast überlegen, ob ich beide PCs dann hier stehen lassen würde. Nach dem Motto, der eine wird dann zum Beispiel zum Schneiden und Rendern benutzt und der andere ist dann reiner Streaming- und Aufnahme-PC. Oh, es tut mir leid, ich weiß wirklich nicht, warum gerade die Verbindung kacke ist, warum es ruckelt, warum Grafikbugs sind. Und ich will jetzt auch nicht weiter drüber klagen. Wir tun einfach so, wenn wir sie wieder sehen, tun wir einfach so, es gibt sie nicht. Die sind alles, das sind alles Halluzinationen. Irgendwelche Drogenpflanzen, die wir hier versehentlich eingeatmet haben, sind schuld. Ja. Na komm, wir gucken uns mal den Typen hier an. Diesen leicht arroganten Schnösel. Huch. Okay. Unverheiratet. Hände eines Gärtners. Okay, ich hatte jetzt gedacht. Nee. Der dreckige Kragen ist wichtig, der Rest des dreckigen Mantels ist nicht wichtig, oder wie? Would you unlock the doors for us? Do you expect to find the stolen plants there? I am sorry, but those rooms are private. Albert told us about the tragic death of Mr. Dunn, the late director of Kew Gardens. Tragic indeed. His heart attack was quite unexpected. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Das ist alles. Mehr hat der Typ uns nicht zu sagen und wir geben uns damit zufrieden. Martin Hamish ist unverheiratet. Er hat die Hände eines Gärtners, dreckig und geschwollen. Ach nee, er arbeitet auch in dem botanischen Garten. Er ist kurzsichtig, trägt eine Bifarkolbrille und ist nicht gerade gut aussehend. Wie freundlich, Holmes. Als ob du urteilen könntest, wer gut aussieht oder nicht. Hamish arbeitet so viel, dass er sein Äußeres vernachlässigt. Wahrscheinlich gibt es keine Frau in seinem Leben, die sein Dasein angenehmer machen würde. Er lebt allein. Warum kriegen wir auch jetzt hier schon wieder diesen Hinweis mit den Beweisen? Ich meine, wir sind im fünften Fall. Wir haben damit genug gearbeitet, um zu wissen, dass wir manche Beweise noch näher untersuchen müssen. Symbol auf den Blumentöpfen, die wir in Kew Gardens gefunden haben. Die Töpfe stammen offensichtlich nicht von dort. Symbol auf einem zerbrochenen Blumentopf aus dem Hinterhof der Gärten. Er stammt nicht von Kew Gardens und bedeutet so viel wie göttlich, wenn ich mich nicht irre. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal den Albert suchen. Boah, hier sieht's ganz hübsch aus. Das wäre auch eine schöne Stelle gewesen, um Rübka meinen Antrag zu stellen. Machen. Korrekterweise sollte man machen, sagen nicht stellen. Aber gut. Hat ja auch so ganz gut geklappt. Sie hat ja auch trotzdem ja gesagt, auch wenn der Ort nicht so schön war, aber anders schön. Japanisch schön, sozusagen. Huch. Can I help you, gentlemen? Ja, indem du nicht einfach mal eine Zwischensequenz auslöst, sondern mit uns redest, Fragen beantwortest. Albert? Hm.
Do you work here? Yes, but part-time only, for I'm also studying botany at the University of London. You're following in your father's footsteps, then that is commendable. Well, even if botany is not my strongest suit, there are people who say that I could be a good manager. Er würde also einen guten Direktor für die Gärten abgeben. Interessant. Aber er traut sich nicht, uns in die Augen zu blicken, ne? Ja, ach nee, sein Vater ist tot. Natürlich ist er tief traurig. Beim Rasieren geschnitten oder ist das eine andere Wunde? Er hat zumindest nicht die Hände eines Gärtners, scheinbar. Thank you, young man. We shall see you again soon. Ich habe auch den Fehler gemacht, nicht zuerst ihn mir anzuschauen, sondern erst zu reden. Palm House. Und das Gähnen, immer dieses Gähnen. Warum muss ich so viel gähnen? Huch, was haben wir denn hier? A task list for Albert, compiled by Martin Hamish. Sweep out the Palm House, scrub the toilets, clean the storage shed tools. Tolle Informationen. Hilft uns das irgendwie weiter? Wahrscheinlich nicht. Albert Yun ist ein nervöser und ängstlicher junger Mann. Wenn man nach seinen abgekauten Fingernägeln urteilt... Oh, nach seinen Fingern, okay. Er hat sehr viel Reinigungsmittel benutzt, um sich die Hände zu säubern, was keine gute Idee ist, da er mit Pflanzen und Blumenerde hantiert. Seine Augen sind rot. Offenbar hat er vor nicht allzu langer Zeit sehr viel geweint. Aus seinem Alter kann man schließen, dass er noch an der Universität ist. Er ist ein gut aussehender Bursche, unverheiratet und wohnt vermutlich noch bei seiner Mutter. Naja, bei seinen Eltern kann es ja leider nicht mehr sein. Huh. Wieder mit schicker Musik. Beziehungsweise die Musik startet ja jetzt erst wieder. Oh, ich habe gar nicht gemerkt, dass die ganze Zeit... Als wir draußen waren, wir keine Musik hatten.